Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich mache heute ein ganz einfaches Brot im Dutch Ofen. Ob auf dem Feuer, im Grill oder im Ofen, das weiß ich noch nicht. Aber wir machen es uns ganz einfach. Wir brauchen dafür ein halbes Päckchen Hefe, 20 Gramm Salz, ein halbes Kilo Mehl und 250 Milliliter Wasser. Was wir sonst noch brauchen ist ein Brett, ein Tuch zum Abdecken nachher, wenn das Brot gehen soll mit der Hefe und ein Backpapier. So, bevor wir anfangen, machen wir uns ein bisschen Platz. Also ich mache solche Sachen gerne auf dem Feuer. Ich bin gern draußen und da kommt das gut rustikales Feuer. Oben so ein bisschen angeglimmte Holz drauf und dann schmeckt das am Ende richtig gut. Ne? Also Mehl habe ich hier, ich glaube, Typ 405. Also es ist weißes Mehl. Ist an sich ja schon eine feine Sache. Man kann es natürlich aber auch noch, wenn man möchte, ein bisschen durchschneiden. So, klein hacken. Ist immer gut. Was wir zuerst machen, ist natürlich das Mehl in die Schüssel. Das Salz kann direkt oben drauf. Was natürlich gemacht werden muss, ist, die Hefe ist noch im Ganzen. Die müssen wir vorher im Wasser auflösen. Am besten reinbröseln. Bisschen durchrühren. Dann ist das eine relativ schnelle Sache. Und man kann anfangen zu kneten. Ich mache es ganz gerne mit Handschuhen. Von daher ziehe ich sie mal an. Die Hefe, ich nehme hier einfach eine Gabel. Rühre die Hefe im Wasser, bis sie sich aufgelöst hat. Schwapp, 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 schwabbelipapp, schwabbeli, 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 schwapp. Das geht eigentlich ganz schnell. Wichtig ist, dass wir, nachdem der Teig fertig ist, er 2 Stunden geht. Und ich mache immer erstmal so ein bisschen rein. Fang an zu kneten oder fang an es zu vermengen und Entschuldigung. Und also muss ich ja wirklich ranarbeiten. Je mehr Wasser, natürlich umso fluffiger das Brot nachher. Das Schöne allerdings ist halt der Dutch Ofen. Wenn man den in den Ofen packt oder in Gasgrill oder von mir aus auch im Räucherofen, im Smoker, im Geschirrspüler, was auch immer. Hauptsache da kommt Hitze rein. Da ist die Hefe noch nicht ganz aufgegangen. So, das sollte reichen. Und dann machen wir da, daraus machen wir uns unseren Teig. So, der Teig ist jetzt ein schöner Klumpen. Das Wichtigste natürlich jetzt 2 Stunden gehen lassen. Am besten an einem warmen Ort abgedeckt mit einem Tuch. Und dann sieht man sich nach 2 Stunden wieder. Adieu. Damit uns das nachher im Dutch Ofen nicht anklebt, brauchen wir natürlich auch Backpapier. Allerdings ist es blöd, sowas Eckiges irgendwie hier rein zu formen. Von daher machen wir uns das Eckige einfach rund. Wie kriegt man das Eckige rund? Einfach einmal falten. Und nochmal falten. Und zur Ecke, die in die Mitte geht, falten wir uns quasi eine Eistüte. Gucken nach. Beim Deckel vom Dutch Ofen zum Beispiel nehmen wir die Mitte bis zur Kante. Ein bisschen Überschuss können wir machen, damit es den Rand hochgeht. Und schneiden uns das einfach ab. Was rauskommt, ist nachher ein Kreis. So, der Kreis passt nachher wunderbar hier rein, wo das Brot rein kann. Deckel drauf, fertig. Das Geile am Dutch Ofen ist, die Feuchtigkeit aus dem Brot kommt nicht raus. Egal wo es drin ist, im Ofen, im Grill, im Smoker, wo auch immer.
Das Wasser, was im Brot ist, bleibt im Dutch-Ofen und man bekommt eine heftige Kruste. Der Teig ist gegangen, er ist wieder da. 2 Stunden haben wir eine schöne Masse und dann können wir ihn auch schon rausnehmen. Noch einmal durchkneten und dann kommt er auch schon in den Dutch-Ofen. Noch einmal die Spannung rausnehmen. Schöne Kugelform. Ist wie am Pizza backen. Wer schon mal Pizza gemacht hat, Pizza ballen. Sieht schön aus. Kann jeder noch was reinritzen, wenn er möchte. Aber ich nehme jetzt einfach den Dutch-Ofen. Backpapier ist drin. Nehmen unser schönes Brot. Rein. Und zu. Ab auf den Grill, in den Ofen oder aufs Feuer. Entweder direkt im Feuer. Am Gasgrill, rechten Brenner an, linken Brenner an, Mitte aus, indirekte Hitze, in die Mitte, 180 Grad und fertig. Und natürlich auch im Ofen. Stunde ist rum, 180 Grad, indirekte Hitze, dann kann man es auch schon rausholen. Aber vergesst nicht eure Handschuhe. Und ab zum Abkühlen. So, Brot ist fertig. Abkühlen lassen. So. Ui. Oder so. Ui. Wichtig ist, Handschuhe anhaben, wenn ihr mit dem Dutch-Ofen arbeitet. Das Ding wird scheiße heiß. Und ja, ihr müsst schnell sein. Ich bin zu Hause angekommen. Es ist abgekühlt. Wollen wir gucken, was drin ist. Knusprig. Einfach gemacht. Nichts mehr als Hefe, Wasser, Salz und Mehl. Die Zeit im Grill waren jetzt knapp eine Stunde. Der Dutch-Ofen sollte mit vorheizen auf 180 Grad und dann eine Stunde. Dann wird es schön braun und knusprig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Entschuldigt meine Anfängerfehler mit dem Kopf ab, mit dem dunklen Bild, aber es war mein erstes Video. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr möchtet. Hier könnt ihr mein Kanalintro nochmal angucken. Und ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Tschüssikowski.